Hallöchen, da ist jemand wieder. Wie geht's euch? Noch alles fit? Ein paar Stunden müssen wir noch, dann haben wir es geschafft. Traurig. Wir hatten eben einen Robert und wir haben jetzt den nächsten Robert. Wir haben gerade festgestellt, dass eigentlich immer Robert Vogel der Spitzenreiter war in der Anzahl an Vorträgen und sowas. Ja, wir haben einen neuen Rekordhalter, würde ich behaupten, und zwar Robert Corbus. Und er hat jetzt heute seinen letzten Vortrag fürs Wochenende, den sechsten, also einen sechsten Programmpunkt, wo er hier beteiligt war. Und es geht um ein Thema, das finde ich ein bisschen unterrepräsentiert ist auf der FedCon, und zwar um Dune. Ihr seht, ne? Und da geht es um mehr als Sand und Gewürz. Das wird euch jetzt der Robert alles erzählen. Riesenapplaus für Robert Corbus. Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich über Dune erzählen darf. Dune ist tatsächlich mein Lieblingsfranchise. Das macht es immer ein bisschen gefährlich, Sachen, die man selbst so super toll findet. Da gerät man so schnell ins Schwelgen und hebt ab. Aber ihr könnt ja dann Buh rufen, wenn ich da irgendwie zu weit unterwegs bin. Ich danke auch für das Getränk hier auf der Bühne. Die wertvollste Flüssigkeit des Universums, das Fleisch eines Mannes gehört ihm selbst, aber das Wasser gehört dem Stamm. Und da wir ja hier alle im Stamm FedCon sind, zum Wohle. Ja, ich bin wirklich ein riesengroßer Dune-Fan. Für mich das beste Buch überhaupt. Es ist ja eigentlich eine Buchreihe, Buchserie, inzwischen mit über 30 Titeln. Und es gibt auch diverse Verfilmungen, schauen wir uns gleich mal so ein bisschen an. Aber der Schwerpunkt dessen, was ich euch gerne erzählen möchte, ist, dass in Dune tatsächlich mehr ist als diese ikonischen Bilder, die man immer kennt, von den großen Wüstenlandschaften und natürlich riesigen Sandwürmern. Dass es bei Dune noch sehr, sehr viel mehr zu entdecken gibt. Ich hoffe, das kann ich rüberbringen heute. Dune hat natürlich durch seinen gigantischen Erfolg verschiedene Inkarnationen erlebt. Der Black hätte ich nicht drücken sollen. Ich dachte, das wäre Point. Okay, also der Ursprung der ganzen Sache ist natürlich dieser Roman Der Wüstenplanet oder eben original mit dem Titel Dune von Frank Herbert. Die Leute, die unter euch vielleicht selbst schreiben und ein bisschen enttäuscht sind, dass sie vielleicht mal eine Absage bekommen für ihre Manuskripte, denen kann ich sagen, der Wüstenplanet ist sicherlich einer der Top 10 erfolgreichsten Science-Fiction-Romane der Welt, hat es aber sehr schwer veröffentlicht zu werden. Ist also sehr häufig abgelehnt worden und nachher veröffentlicht worden von einem Verlag, der ein bisschen aus seiner Komfortzone getreten ist, denn dieser Verlag hat ansonsten Reparaturanleitungen für Autos veröffentlicht. Und dann hat Frank Herbert diesen von Anfang an, als es dann veröffentlicht wurde, einen gigantischen Erfolg mit Dune, hat dann weitere Bücher geschrieben, insgesamt 6, es sollten eigentlich 8 werden, aber das hat er dann nicht mehr geschafft. Aber sein Sohn Brian Herbert zusammen mit dem Science-Fiction-Autor Kevin J. Anderson hat eben dieses Dune-Universum aufgefüllt. Also sowohl Lücken zwischen den Romanen als auch dann den Abschluss dieser Saga, als auch die große Geschichte, die eben eigentlich vor dem zuerst publizierten Roman spielt, hat er auch aufgearbeitet. Da gibt es also diverse. Und chronologisch erste ist eben wann das Dschihad. Also das wäre im Universum am frühesten analysiert. Es gibt diverse Verfilmungen. Wir haben eben von David Lynch die Verfilmung, die er selbst doof findet, die auch ziemlich gefloppt ist, aber inzwischen einen absoluten Kultstatus hat. Und natürlich aktuell die Verfilmung von dem Denis Villeneuve. Meiner Meinung nach ein großes Meisterwerk, nicht nur aufgrund der visuellen Eindrücklichkeit, sondern weil er tatsächlich auch
Dinge auserzählt, die im Roman nur angedeutet sind, die aber sehr, sehr gut passen. Also für die Kenner von Dune, es gibt ein internationales Fandom natürlich, die sind sehr davon angetan, was er da ausdetailliert und ergänzt hat in seinen Filmen. Zum Beispiel eben Salusa Secundus, diesen Sanaokar-Planeten, kommen wir gleich drauf. Es gibt Brettspiele, es gibt ein Rollenspiel. Warum ich hier stehe, hat auch etwas damit zu tun. Dieses Rollenspiel ist letztes Jahr übersetzt worden oder übersetzt erschienen in Deutschland. Dune, Abenteuer im Imperium. Und das habe ich übersetzt. Also ich habe Kontakte über meine Arbeiten für das Schwarze Auge und Battletech zu dem Verlag, der dieses Rollenspiel rausbringt. Und die hatten so eine kleine Vorankündigung. Wir haben die Rechte gekauft, wir bringen euch das und so. Und dann dachte ich mir, rufst du doch mal den Chef von der Firma an und stellt es klar, dass er sich nicht einbilden braucht, dass das irgendjemand anders übersetzt. Also das ist tatsächlich das einzige Mal, dass ich was Längeres übersetzt habe, aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht und tatsächlich auch neue Eindrücke für dieses Dune-Universum gebracht. Also der Hintergrund ist da in diesem Rollenspiel sehr gut aufgearbeitet, sind also über 70 Seiten nur der Hintergrund dieses Universums. Und deswegen auch, um sich da einzulesen, eine sehr schöne Sache. Dieses Universum hat eine gewaltige Historie. Man erinnert sich vielleicht aus diesem David Lynch-Film, dass die Frau ein gestörtes Verhältnis zu Fingernagelschneiden geredet hat, also in der ersten Szene da also die Hand ausstreckt und dann sagt, in nächste Jahr 10,191. Und der naive Zuschauer glaubt, okay, dann ist es wohl das Jahr 10.191. Aber es ist das Jahr 10.191 nach Einführung der Raumgilde. Also nicht nach christlicher Zeitrechnung. Der erste Band, der publiziert wurde von Dune, also das Buch Der Wüstenplanet, spielt im Jahr 20.000. Das ist also ein gewaltiger Sprung nach vorne. Da ist die Weltraumfahrt ganz selbstverständlich und sehr, 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 sehr viele Planeten sind von der Menschheit besiedelt. Es gibt ein ganz einschneidendes Ereignis in dieser fiktiven Historie der Menschheit, wenn wir jetzt nach vorne schauen da. Und dieses Ereignis ist, dass man eben Computer und Roboter immer besser gebaut hat. Und die Gefahren dieser künstlichen Intelligenz, etwas, das wir ja auch heute diskutieren, aus dem Blick verloren hat. Und diese Maschinen optimieren natürlich alle Abläufe. Und Menschen kann man schlecht optimieren. Also waren die Menschen irgendwie Störfaktoren. Das hat dazu geführt, dass diese Maschinen die Herrschaft ergriffen haben. Kann man jetzt noch so ein paar Schleifen fliegen. Es gab ein paar Menschen, die haben sich die Hirne nehmen lassen und dann in so letztlich so Maschinenkörper transformieren lassen. Cymex heißen die im Dune-Universum. Aber letztlich geht es darum, Maschinen haben die Herrschaft über die Menschheit angetreten. Traumatische Erfahrung. Nicht alle diese Welten waren, dieser vielen besiedelten Welten waren schon unterworfen von den Maschinen, aber doch sehr, sehr viele. Und da gab es eben so einen riesigen Krieg, der dann gemündet hat in Butlers Dschihad. Und dieser heilige Krieg, Butlers Dschihad, der richtet sich dann eben gegen die Maschinen und für die Befreiung der Maschinen. Und bis heute, meistens wenn ich diesen Vortrag heute sage, meine ich eben dieses Jahr 10.191 nach der Gilde, also da, wo auch der Film spielt. Also bis heute hat es noch Auswirkungen, welche Planeten damals aktiv an diesem Dschihad teilgenommen haben und welche nicht. Das erklärt unter anderem, dass es im Dune-Universum noch so etwas wie Sklaverei gibt oder wieder wie Sklaverei gibt. Weil die Logik ist, dass man sagt, wir haben ja für unsere Freiheit gekämpft und ihr nicht. Wir haben für euch geblutet und euch die Maschinen vom Hals geschafft oder eure Vorfahren. Man sagt, ihr ist nicht verdient, in Freiheit zu leben. Also sehr konsequent und grausam auch diese ganze Sache. Es gab dann in der Historie ein wichtiges Ereignis, auch dem ungefähr gleichzeitig sind die großen Schulen, heißt das bei Dune, entstanden. Optimierte Menschen. Ich komme nachher nochmal im Detail darauf zurück, aber die Grundidee ist, dass man halt in diesem traumatischen
Dschihad und in dieser davorgehenden Maschinenherrschaft gelernt hat, man muss die Macht der Maschinen und die Kapazität der Maschinen begrenzen, insbesondere der Denkmaschinen. Alles, was mehr kann als ein simpler Taschenrechner, ist verdächtig. Wenn man das nicht hat, also sowas wie ihr jetzt mit euren Smartphones oder solche Geschichten, ja, oder ein Computer, man hat ja trotzdem den Bedarf, dass man diese große Dinge berechnen kann, komplizierte Berechnungen anstellen kann oder große Datenmengen verarbeiten kann. Man hat aber die Maschinen nicht zur Verfügung. Jetzt muss man wissen oder im Kopf behalten, dass dieses Universum sich ausgedacht wurde in den 60er Jahren. In den 60er Jahren hat man Age of Aquarius gehabt und hat sich halt überlegt, ja, im Grunde die geistige Kapazität des Menschen ist ja im Wesentlichen ungenutzt. Wir benutzen nur 10% unserer Hirnkapazität, hat man damals gedacht. Also könnten wir ja viel mehr, wenn wir uns entsprechend trainieren würden. Und das ist ein Gedanke, den der Frank Herbert aufgegriffen hat. Und er hat eben diese großen Schulen, die in unterschiedlichen Ausprägungen, komme ich gleich drauf, eben das menschliche Potenzial erweitern, sodass man eben viele Dinge durch Menschen, wirkliche Menschen machen lassen kann, die wir heute mit Computern oder Maschinen machen. Ein ganz wesentlicher Faktor, immer wenn man Science Fiction schreibt, ist die Frage, wie funktioniert Kommunikationstechnologie? Dass wir in einer Demokratie leben können, so wie wir sie kennen, mit allgemeinen Wahlen und dann gibt es ein Parlament und die machen dann Gesetze und die gelten für alle, das kommt uns selbstverständlich vor. Wenn wir keine Telekommunikation hätten, also weder Internet noch Telefon noch Fernsehen, Radio, wenn das alles nicht funktionieren würde, wenn wir zurückgeworfen wären darauf, dass wir Briefe schreiben, nicht im Sinne von E-Mail, sondern auf Papier, die Älteren von euch kennen das noch, dann würde das so nicht funktionieren. Und ihr kennt das auch, wenn ihr Berichte seht von Wahlen in Ländern, die diese technischen Möglichkeiten nicht haben, da dauert so eine Stimmenauszählung gerne auch schon mal eine Woche oder einen Monat, bis man weiß, was Sache ist. Und typischerweise ist es in diesen Ländern auch so, dass viele Dinge vor Ort entschieden werden müssen. Weil es einfach zu lange dauern würde, Dinge nachzufragen an irgendeiner zentralen Stelle. Wenn wir das in den Weltraum übertragen und sagen, es gibt keinen Funk oder solche Möglichkeiten der Telekommunikation zwischen Planetensystemen, sondern die schnellste Möglichkeit, eine Nachricht hin und her zu schicken, ist, dass jemand hinfliegt. So ist das bei Dune. Dann ist auch klar, dass diese einzelnen Planetensysteme recht autark sind. Das heißt, wir haben so einen Rückfall in eine feudale Struktur. Es gibt einen Imperator, dem gehört de jure erstmal alles. Das sage ich jetzt in Anführungszeichen, es ist ein bisschen anders, aber de jure erstmal alles. Der vergibt Lehen. Diese Lehen können ganze Planetensysteme oder sogar noch größere Einheiten sein. Und da gibt es dann Barone, Grafen, Herzöge und so weiter. Und das große geschichtliche Ereignis, das Thema ist in dem Roman Der Wüstenplanet, ist das Auftauchen von Muad'Dib. Das verändert alles. Ein Erwählter, Paul Atreides, der Kwisatz Haderach. Und wenn ihr eine Sache aus dem Vortrag mitnehmt, dann bitte die, dass es keine Heldenfigur ist. Frank Herbert hat Paul Muad'Dib entworfen nach dem Vorbild von Adolf Hitler, dem jungen Adolf Hitler. Weil seine Frau Beverly, die war eine Zeit lang in Europa, die hat sich sehr gut damit ausgekannt, die hat ihm Reden von Adolf Hitler gegeben und so weiter. Und es gibt auch Zitate von Frank Herbert, wo er zum Beispiel, es steht sogar in einem der Bücher, hat er das nachher verwendet, Dune ist sehr reich in Zitaten. Und da schreibt er, das größte Unglück, das einem Volk passieren kann, ist, dass es in die Hände seines größten Helden fällt. Dune ist die Geschichte eines Volkes der Fremen, der Fremen, die in der Wüste von Arrakis leben und die auf ihren Helden treffen, ihren Erlöser, ihre Erlöserfigur, Paul Muad'Dib oder Paul Atreides, der sie ins Verderben führt, der den größten Krieg auslöst, den die Galaxis je gesehen hat.
Paul Atreides ist eigentlich eine Schurkenfigur, allerdings muss man sagen, ein Schurke wie der Willen. Also das muss man im Kopf behalten. Das vergisst man leicht, weil eben diese Geschichte aus der Perspektive von Paul oft erzählt ist. Und man neigt als Leser oder auch als Zuschauer dazu, mitzufiebern und sich zu identifizieren mit der Hauptfigur. Aber so einfach ist es beim Wüstenplanet eben nicht. Man muss ein bisschen was zum Gewürz sagen, wenn man über Dune spricht. Die Idee ist, das Gewürz ist eine Droge, eine Substanz, die eben nur auf einem Planeten vorkommt, eine biologische Verbindung, die in sehr, sehr kleinen Dosen, also Milligramm, wir reden hier von Milligramm schon, starke Wirkung entfaltet. Sie macht natürlich süchtig, klar, aber jeder will es haben, weil es die Alterung verzögert. Also man kann eine Vielzahl seiner Lebenserwartung haben, wenn man das Gewürz, das Spice, die Spice Melange, je nachdem, welche Übersetzung ihr gerade liest, wenn man die zu sich nimmt. Natürlich möchten sehr viele Leute, fast alle, gerne lang leben. Das ist also eine Wirkung. Stärkt psychische Kräfte, vor allen Dingen, wenn man eine entsprechende Ausbildung hat, wie diese großen Schulen sie vermitteln. Und diese psychischen Kräfte sind für viele Dinge auch schlicht notwendig im Dune-Universum. Wir haben diese Langlebigkeit für einige, für die Reichen, also die sich dieses Gewürz leisten können. Wir haben psychische, wir würden heute in der Science Fiction vielleicht eher sagen, parapsychische Kräfte. Wer hat das eigentlich gelesen? Also erzähle ich das jetzt allen Leuten, die das kennen. Okay, und wer hat den Film gesehen? Nolan? Okay, gut. Also was sehr schön an diesem Film ist, ist, dass er auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Man kann ihn sich anschauen, ganz ohne Vorkenntnisse und kann ihn einfach genießen. Aber wenn man eben tief in der Materie drin ist, sieht man eben viele Dinge nochmal anders vielleicht. Es gibt die Stimme. Das ist so die Idee, ich kann mit einer bestimmten Stimmlage kann ich jemanden beeinflussen. Ist in dem Film ganz gut gemacht, gut dargestellt. Was nicht erklärt wird, ist, wie das funktioniert. Frank Herbert hatte sehr viele schöne Ideen so weitergedacht. Wenn ich jetzt hier an dieses Glas tippe, dann macht das ein Geräusch. Und wenn ich jetzt hier einen Lautsprecher daneben hätte und ich könnte die Frequenz modulieren, dann könnte ich die Flüssigkeit da drin zum Schwingen bringen. Und wenn ich eine spezielle spezielle Frequenz treffe, die für dieses Glas individuell ist, dann wird das Glas in einer Art und Weise vibrieren, dass es zerbricht. Ich muss aber die richtige Frequenz treffen. Frank Herberts Idee war, diese akustische Frequenz gibt es auch für jeden Menschen. Deswegen müssen, meistens sind es Bene Gesserit, die diese Stimme benutzen und jemanden beeinflussen, ihn reden hören. Am besten auch Geräusche hören, die er macht, wenn er geht. Solche Sachen. Und dann können sie diese Frequenz, sie können sich dann einschwingen, je nachdem wie gut sie sind, gelingt ihnen das schneller oder langsamer. Und können in ihm etwas zum Schwingen bringen und dadurch seinen Willen übernehmen. Das ist die Idee dabei. Deswegen kann man auch niemanden beeinflussen, der taub ist. Darum ist dieser eine Harkonne in dem Film mit dabei, gezielt, der taub ist, der nicht beeinflusst werden kann durch die Stimme. Das sind so Sachen, die man noch so mithört. Wir haben natürlich interstellare Raumfahrt, in der Tat, das ist so, das ist allerdings, das ist auch so eine Sache, er hat so dermaßen viele Ideen aufgerissen, dass er nicht alle abgeerntet hat. Bei der interstellaren Raumfahrt, dieses Imperium der Menschheit erstreckt sich über 5 Galaxien. Bekommt man aber kaum mit, weil die Geschichten auf 3 Planeten spielen. Ist dann so nebenbei, wird das mal so fallen gelassen, aber es ist eigentlich ein riesiges Universum und natürlich, wenn man das jetzt zum Beispiel als Rollenspiel spielt, dann steht es einem auch offen. Wir haben diese Feudalstruktur und wir haben diese begrenzte Technologie im Wesentlichen deswegen, weil wir keine Denkmaschinen mehr haben wollen. Das sind also die wesentlichen Faktoren, die da eingerannt sind. Nie wieder soll eine Maschine nach dem Bild des menschlichen Geistes geschaffen werden. Das ist so das absolute Grundgesetz. Das ist auch immer von Generation zu Generation vererbt
worden, das wird nicht hinterfragt. Also das ist wirklich so, wie wenn bei uns jemand Kinderpornografie herstellt, ist halt da, wenn jemand eine Denkmaschine herstellt. Das ist völlig geächtet, sozial. Es gibt den Holzmann-Effekt. Je nachdem, wie hochdimensional er eingewendet wird, hat derselbe Effekt drei Auswirkungen. Das erste sind Suspensoren. Auch sehr schön in den Filmen zu sehen, dass diese Raumschiffe einfach wie schwerelos drauf und runter fliegen auf diese Planetenoberflächen, weil ja diese Suspensoren eben die Schwerkraft außer Kraft setzen können. Dann die Schilde sind halt Verteidigungsmöglichkeiten, die man als Geräte mit sich trägt, die einen mit einem Energieschirm umgeben, der von langsamen Dingen durchdrungen werden kann, der aber alles, was schnell auf ihn prallt, abhält. So ähnlich wie wenn ihr jetzt durch Wasser mit eurer Hand geht, habt ihr irgendwie so eine Maximalgeschwindigkeit und dann geht es halt nicht weiter, weil zu viel Widerstand da ist. Das ist bei diesen Schilden halt der Fall. Und das dritte ist die Raumfaltung. Travel through space without moving. Das Schiff bewegt sich nicht, aber der Raum wird gefaltet und das Trägerschiff taucht woanders auf. Bei Dune gibt es nicht wie bei Star Wars so kleine Raumjäger, die jetzt von sich aus in ein anderes Planetensystem springen können, sondern es gibt riesige Highliner, heißen die, Gilden-Highliner, die auch nur von einer Institution betrieben werden, nämlich von der Raumgilde, eine dieser großen Schulen. Und jeder, der in ein anderes Planetensystem kommen möchte, muss seine Landungsschiffe da andocken, eine Menge Geld bezahlen oder eine Menge Gewürz bezahlen und wird dann versetzt. Und wenn die Raumgilde sagt, eigentlich haben wir keine Lust auf diesen Krieg, dann sitzt du da. Ne? Weil ihr so vor der Krieg ist erpresst. Ja. Wir haben außerdem, das Imperium an sich besteht aus Adelshäusern. Es gibt die hohen Häuser, die großen Häuser und die kleinen Häuser. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie groß die Lehen sind, die sie verwalten und wie viel Einfluss sie im Landesrat haben. Das ist so eine Art Adelsparlament, das so ein Check and Balance zu dem Imperator ist. Also der Imperator, dem gehört eben nominell alles Land, alle Planeten, aber der Landesrat in seiner Gesamtheit, wenn sie alle zusammentun würden, wäre mächtiger als der Imperator mit seiner Zentralmacht. Also muss er sich mit denen immer so ein bisschen abstimmen. Also es ist ein sehr politisches Universum mit viel Intrige und so weiter. Es gibt Atomwaffen im Dune-Universum, wäre ja auch überraschend, wenn nicht. Und insbesondere die großen und die hohen Häuser haben auch alle das Recht, Atomwaffen zu besitzen. Allerdings gibt es so ein Edikt, das sagt, einsetzen, also sie haben sie auch eingesetzt in diesem Krieg gegen die Maschinen, dieser Ballast-Jet. Aber ansonsten dürft ihr Atomwaffen nur einsetzen, falls die Menschheit irgendwann mal auf Außerirdische treffen sollte. Was noch nicht passiert ist. Aber es ist ein guter Vorwand für seinen Vorrat an Atomwaffen. Last Guns sind eben Laserkanonen. Laserkanonen bei Dune sind die effizientesten Distanzwaffen, die erlaubt sind einzusetzen. Es sei denn, man schießt damit, und damit sind sie praktisch nicht erlaubt einzusetzen, auf diese Schilde. Weil der Holzmann-Effekt dazu führt, dass die in eine Wechselwirkung treten und dann gibt es so eine Pseudo-Nuklear-Explosion, sowohl im Ziel als auch beim Schützen. Da darf man nicht zu lange drüber nachdenken. Natürlich versteht man, was er damit wollte. Er wollte halt seine Protagonisten, seine Figuren, wenn er jetzt Kämpfe schildert, wenn er handfeste Konflikte schildert, in die vorderste Linie stellen. Die kämpfen also mit Schwertern, in einer speziellen Kampftaktik. Jeder Angriff ist langsam, damit er durch die Schilde durchgehen kann. Jeder Abwehr ist schnell. Und das
führt eben dazu, dass die Protagonisten immer in Gefahr geraten. Das sorgt für Spannung. Wenn ich eben auf Distanz irgendwelche Lehrspans abschließen kann, ist das halt nicht so interessant. Das ist meine feste Überzeugung, das ist seine Idee gewesen, warum er das, diese Wechselwirkung dann gemacht hat. Also das kaufen wir jetzt einfach mal. Was es auch gibt, was auf den ersten Blick abschreckend erscheint, aber eigentlich eine sehr humane Idee ist, ist der Assassinenkrieg. Assassinen, Meuchelmörder, ist ein ehrbarer Beruf bei Dune. Warum? Wenn ich einen Assassinen ausschicke oder auch mehrere, um einen Adligen zu töten und damit die Herrschaft über einen Planeten oder irgendwas anderes zu erreichen, was ich gerne möchte, dann rette ich damit Millionen und Milliarden Menschen das Leben. Weil es keinen Krieg gibt, keinen großen Krieg gibt. Ich muss keine Millionenheere in Marsch setzen. Darum gibt es in diesem Landsrat, der eben ja auch viel politisch regelt, eben Konventionen. Am Anfang von dem Buch erklärt Leto Atreides, Pauls Vater, Wladimir Harkonnen, Kanli. Das ist die formale Erklärung, wir befinden uns jetzt in einem Assassinenkrieg, ich werde dich umbringen, ich werde dir einen Mörder auf den Hals schicken. Dadurch, dass er das offiziell erklärt hat, setzt er sich nicht in Unrecht, wenn er das tut. Aber eigentlich ein humaner Gedanke. Es gibt die Mafia, die merkantile Allianz für Fortschritt und Entwicklung im All. Kommt in den Geschichten etwas kurz, im Rollenspiel ganz stark betont. Die hat den kompletten interstellaren Handel, und das ist ein Großteil des Handels überhaupt, unter der Kontrolle. Die Direktoratskosten zu bekommen, ist oftmals der Anlass für so einen Assassinenkrieg. Also da geht es wirklich um riesige Ressourcen, eigentlich unvorstellbare Werte, die da verschoben werden zwischen den verschiedenen Planeten. Das hält so ein bisschen auch Landsrat und Imperator und sowas in Check. Und die Raumgilde, also wer hat da jetzt welche Anteile, wer kann zufriedengestellt werden damit, dass er noch so einen Direktoratsposten kriegt. Also ihr merkt schon, das ist so eine Geschichte, da geht es viel um Intrige, um Macht, um Machtspiele. Die Bene Gesserit. Ein Frauenorden. Aber nicht in dem Sinne, wie wir uns jetzt unsere christlichen Nonnen vorstellen. Sehr diszipliniert. Zur Grundausbildung gehört, dass man, ich glaube, 460 Muskeln im Körper separat bewegen kann. Bene Gesserit können das Geschlecht ihres Kindes anfangen, also solange sie schwanger sind. Sie können auch eine Schwangerschaft anhalten und dann später weiter austragen. Sie können Gifte trinken und umwandeln. Deswegen klappt das nicht, wenn man sagt, okay, wir trinken aus dem gleichen Becher, bin ich safe. Nee. Geist ist immer schon, also sie haben eben ein unglaubliches Gedächtnis, sie haben diese Stimme auch, also es gehört auch zu dieser Ausbildung, nicht jede von denen, das kommt auch an welchen Pfad die dann da gehen. Eine von den abgedrehteren Ideen von Frank Herbert ist, dass sich die Erfahrungen, die wir im Leben machen, körperlich einlagern. Also nicht nur, dass wir jetzt genetisch etwas vererben, sondern auch während unseres Lebens, während unseres Erwachsenenlebens, das, was wir so auch an Wissen sammeln, das wird kodiert in unsere Körperzellen. 1960 war man halt noch nicht so wichtig weiter auf dem Gebiet. Ja. Aber es ist so eine Idee. Aber das bedeutet ja auch, da ich das ja vererbe, vererbe ich auch meine Erinnerungen. Jetzt kann ich, wenn ich das kann, in meinen Körperzellen die Erinnerungen meiner Vorfahren finden. Jedenfalls, wenn ich eine Bene Gesserit bin. Diese geehrten Mütter der Bene Gesserit haben eben Zugriff auf die Erinnerungen von 100, 200, 400 Generationen vor ihnen. Die unterhalten sich mit ihren Ahnen. Die werden natürlich bekloppt, das ist ja klar.
Also sie hören wirklich ständig irgendwelche Stimmen. Es ist sehr schwierig, diese Stimmen unter Kontrolle zu halten. Die Schwester von Paul Atreides hat das Problem, dass sie schon im Mutterleib zu einer gejagten Mutter wird, weil sie dem Spice ausgesetzt wird. Ja. Das Wasser des Lebens. Ja. Ja, ja, du hast recht. Dem Wasser des Lebens, genau. Du hast völlig recht. Also es stimmt, das war keine Überdosis Spice, sondern Wasser des Lebens, was aber mit dem Spice wir lassen das. Nein, ich will euch jetzt die Spannung nicht verderben auf den zweiten Teil von dem Film. Das hängt so ein bisschen miteinander zusammen, das Spice und das Wasser des Lebens, das hat wir lassen das. So, also, was aber, um jetzt eure Enttäuschung, dass ich das nicht erzähle, war zum Bett zu machen, erzähle ich euch jetzt was Fetziges über den Zuchtplan der Bene Gesserit. Die haben so eine Vorstellung, wie die Menschheit in die Zukunft gehen sollte. Und diese Vorstellung beinhaltet, dass man den Kwisatz Haderach erschafft, einen Erwählten, der an mehreren Zeiten zugleich sein kann, der in die Zukunft schauen kann, der in die Vergangenheit schauen kann. Diese Zukunftssicht bei Dune übrigens finde ich sehr interessantes Konzept. Das ist ja auch immer sehr schwierig zu erklären, wieso rennt der Typ in eine Falle, wenn er doch in die Zukunft sehen kann. Er hätte ja alles kommen sehen müssen. Das ist bei Dune anders. Wenn jemand hellsichtig ist, wenn er die Vorsehung hat, wenn er in die Zukunft sehen kann, dann sieht er die Zukunft wie eine Landschaft vor sich. Wenn er sehr gut ist, kann er sehr weit in dieser Landschaft sehen. Wenn er sehr schlecht ist, sieht er halt nur seine Füße. Aber eine Landschaft hat Senken und Erhebungen. Man sieht vielleicht, da hinten kommt dieser Weg wieder raus. Also der Weg, den ich gehen möchte, der geht vielleicht von mir aus und der geht da vorne diese Treppe runter. Aber wenn hier jetzt dazwischen eine Senke ist, dann weiß ich nicht, sollte ich vielleicht besser hier gehen oder sollte ich hier gehen, damit ich nicht strauchle und stolpere. Deswegen gibt es in der Mitte immer irgendwie Dinge, die ich nicht sehe. Und insbesondere sehe ich nichts, was von Leuten entscheidend beeinflusst wird, die selbst hellsichtig sind. Was erstens bedeutet, ich möchte gar nicht, dass es so viele andere Hellsichtige gibt. Und zweitens, dass diese, ich bleibe mal bei dem Bild von der Landschaft, diese Areale in der Landschaft unter dichtem Nebel liegen. Und das ist, ich kann euch sagen, schriftstellerisch ein super Konzept. Mache ich jetzt auch immer so. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Auf den Zuchtplan. Achso, der Kwisatz Haderach, der kann das eben besonders gut. Ja? Also der kann, bitte. Ja, genau, es muss ein Mann sein. Also die Bene Gesserit sind ein Frauenorden. Und sie können keine Ordensschwester zu dieser Zeit auch machen, sondern er ist männlich. Also so diese Geschlechterzuteilungen sind auch sehr stark im Juden. Also dass manche Frauen können manche Sachen machen, die Männer nicht können, umgekehrt. Also das ist sehr stark, sehr, sehr fast so kastenmäßig reglementiert. Es ist übrigens so, dass vor dem ersten Roman schon versucht wurde, man dachte auch, man hätte ihn, einen Kwisatz Haderach zu züchten, Lord Fenric, der beste Freund und Vertraute des Imperators, hat aber so den letzten Test nicht bestanden. Ein absoluter Mörder vor dem Herrn, weil er viele, viele von diesen Fähigkeiten hat. Das letzte Stückchen hat ihm noch gefehlt. Die Raumgilde ist eine dieser großen Schulen. Wir haben ja keinen Computer mehr, aber mit den speziell geschulten geistigen Kräften dieser Navigatoren oder auch Steuerleute, das ist so ein Navigator erster Klasse, können wir den Raum eben fallen. Das heißt, jedes dieser Riesenraumschiffe, dieser Highliner, braucht einen solchen Navigator. Die
nehmen vielleicht am intensivsten von allen Leuten das Weiß zu sich, also dieses Gewürz. Die leben normalerweise in so Tanks mit so einem rosa, orangen Gas gefüllt sind, dieses Weißgas, atmen das die ganze Zeit, sind komplett abgedreht, also denken ständig in höheren Dimensionen und sowas, ja, und sind auch körperlich verändert. Also dadurch mutieren diese Leute auch. Nur mal so als Anhaltspunkt reingeworfen, die haben Flossen. Das ist auch so ein bisschen die Idee von Dune, in verschiedenen Richtungen zu gucken. Heute würde man sagen, Transhumanismus, wo entwickelt sich die Menschheit hin? Was könnte aus uns Menschen noch werden? Auch wenn wir es vielleicht nicht mehr als Menschen erkennen. Sie haben ein Monopol auf die interstellare Raumfahrt und sind absolut überparteiisch. Also die würden, wenn es jetzt einen vom Landsrat abgesegneten Krieg zwischen zwei Häusern gibt, die Truppen von beiden Häusern befördern. Manchmal greifen sie sehr deutlich ein in die Geschehnisse. Und es gibt in Dune-Fandom so, also wie in jedem, gibt es so ein paar geflügelte Worte. Und das eine ist, wir gehen nach Tupai. Tupai ist ein Planet, von dem nur die Raumwinde weiß, wo er liegt. Ein Asylplanet. Jedes große Haus, jedes Adelshaus hat die Möglichkeit zu sagen, wir sind besiegt, wir steigen aus. Und wir schwören, wir kommen nie wieder. Alles, was sie haben, alle Planeten, alle Besitzungen, fallen an den Landesrat, der es dann wieder verteilen kann, oder an den Imperator. Und die nehmen ihre gesamten Besitzungen auf diese Gildenschiffe und werden nach Tupai verfrachtet. Und je nachdem, wie viel Gewürz sie haben, wie viel sie sich leisten können, bekommen sie da dann ein großes oder kleines Stück Land, um den Rest ihrer Existenz auf Generationen hinaus zu fristen. Sie überleben, aber sie verlieren ansonsten alles. Und Tupai kennt eben nur die Navigatoren. Die Mentaten, das sind diese menschlichen Computer, die können eben sehr große Datenmengen sehr schnell verarbeiten. Deswegen gibt es ein Verbrechen bei Dune, einen Mentaten zu belügen. Kennt man ja von Computern, Schrottdaten rein, gibt Schrottdaten raus. Also man verliert diese Mentaten. Nicht gut, ja, nicht machen, immer schön ehrlich mit den Mentaten sein. Die werden speziell geschult, werden als Kinder identifiziert, aufgepäppelt, die wissen das dann noch nicht, ist auch wichtig bei der Ausbildung, werden so vor geistige Aufgaben gestellt, werden ausgebildet und wenn das gelingt, wenn das klappt, dann werden sie einem Haus praktisch verkauft, also so Sklaven erster Klasse, wenn man möchte. Sie haben keine Wahl damit, aber sind normalerweise extrem teuer. Also jedes Adelshaus hat höchstens einen, normalerweise. Und es gibt, das ist eigentlich eine unglückliche, finde ich, unglückliche Übersetzung, verdorbene Mentaten. Im Original steht Twisted Mentat, also verdrehter Mentat. Die werden nur bei den, komme ich gleich noch zu, wer die macht. Normalerweise sind die Mentaten eben sehr auf Logik und so weiter. Und da hat man ja dann in dieser Logik, wenn man der Logik folgt, dann ist ja für das menschliche Zusammenleben ist es ja schon gut, wenn Recht und Ordnung irgendwie im Wesentlichen eingehalten werden. Twisted Mentats, also diese verdorbenen Mentaten, das sind in der Regel Sadisten. Also die haben ein großes Vergnügen daran, Leid zu erzeugen und zu verbreiten. Es gibt eben manche Adlige, die da auch eine Schwäche für haben und die deswegen gerne solche verdorbenen Mentaten haben möchten. Könnt ihr euch eben vorstellen, wie die Grundprogrammierung bei einem Computer. Die ist da so ein bisschen... Es gibt die Schwertmeister von Ginetz. Dazu muss man eben wissen, dadurch, dass diese Schilder alles abhalten, was irgendwie schnell ist, inklusive Gewehrkugeln. Und dass man diese Last Guns nicht einsetzen darf, weil sonst alle anderen traurig sind, spielen Fernkampfwaffen für praktisch alle zivilisierten Auseinandersetzungen keine Rolle. Jeder hat diese Schilde. Schildinfanterie ist das Gebot der Stunde. Und die kann man aus der Ferne nicht abschließen. Also finden Kämpfe mit Klingenwaffen statt.
mit dieser besonderen Kampftechnik, langsam im Angriff, schnell in der Verteidigung. Deswegen sind solche Schwertmeister extrem wichtig. Die haben einen besonderen Unko, der eben auch festlegt, auf welche Art sie kämpfen und wie sie untereinander kämpfen und so weiter. Und sind oft auch die Erzieher von den Sprösslingen von Adelshäusern, zum Beispiel dank Idaho, eben für Paul Atreides. Es wird so beschrieben, wenn so ein Schwertmeister gegen jemand anderen kämpft, dann sieht das halt so aus, als würde er um diesen anderen herumtanzen und bei dem anderen würden nach und nach die Wunden entblühen, weil er immer wieder schneidet, immer wieder sticht, immer wieder trifft. Es gibt die Sukh-Ärzteschule. Absolute Meisterärzte sind nach so einer bestimmten Seuche aufgekommen, auch in der Historie dieses Universums, haben oft eine imperiale Konditionierung, erkennt man an dieser Raute auf der Stirn, und man sagt, dass diese Konditionierung nicht gebrochen werden kann. Und die besagt eben, dass sie denen, denen sie zugeordnet sind, keinen Schaden zufügen können. Deswegen absolut vertrauenswürdig und imperiale Konditionierung, weil jemand, der so konditioniert ist, auch die Erlaubnis hat, den Imperator zu behandeln. Es gibt die Bene Tleilax. Bene Tleilax gehören zu den Gruppierungen, die etwas außerhalb von diesem Grundsystem des Frau, das heißt, es glaube ich, als dieses Adelssystem stehen, sind im Grunde so eine Sekte von Bioingenieuren. Man darf ja jetzt keine Maschinen mehr bauen, die denken, da fallen auch viele Arten von Implantaten vielleicht drunter, aber man kann Dinge züchten. Zum Beispiel künstliche Augen, die sind dann immer so wie Spiegel, wenn die von denen gezüchtet werden. Sehr sektiererisch. Es gibt nur männliche Bene Tleilax, da auch wieder so eine Aufteilung. Noch nie hat jemand zumindest eine weibliche Bene Tleilax gesehen. In diesen Romanen, die jetzt Brian Herbert und Kevin Anderson dazu geschrieben haben, erfährt man auch warum, aber die Erkenntnis will ich jetzt euch nicht verderben. Sie haben Gestalttänzer im Deutsch, Face Dancer im Original. Das sind Leute, die können mit geistiger Kontrolle und speziellen Muskeln, die ihnen angezüchtet wurden, ihre Gestalt ändern. Und zwar so täuschend echt, dass man sie nicht mehr unterscheiden kann von der Vorlage. Also praktisch Doppelgänger, die man irgendwo als Assassinen einschleusen kann. Die bauen auch diese verdoppelten Mentaten. Das hat ja auch was mit geistigen und körperlichen, also biologischen letztlich Voraussetzungen zu tun. Und Golas, da brauche ich eine ganz kleine Gewebeprobe von jemandem, der verstorben ist und kann den nachzüchten. In der Regel ohne Gedächtnis, man munkelt, wenn man mehr bezahlt, mit Gedächtnis. Die sind sehr, sehr verrufen, aber immer wieder gerne beauftragt. X. Wenn ihr diesen Namen des Planeten seht, es ist der 9. Planet in seinem System. Wie die römische Ziffer IX. Die gehen ja einen anderen Weg, die sind technologisch unterwegs, immer hart an der Grenze. Also die würden eben zum Beispiel so Masken basteln, mit denen man Infrarotsicht hat oder so etwas. Es gibt immer wieder Streitfälle, ob das noch erlaubt ist oder ob das schon auf der falschen Seite der Grenze dieser manchen liegt ist. Wenn man mal so die wesentlichen Planeten anschaut, die es bei Dune gibt, dann ist da natürlich Arrakis darunter als einzige Quelle für das Gewürz, das ist ganz klar, deswegen auch immer oft das Zentrum der Handlung. Es gibt Kaitain, einen paradiesischen Planeten und Sitz des Imperators, des Hofs des Imperators und des Landrats
wo eben im Wesentlichen die politischen Entscheidungen getroffen werden, wo so die Intrigen ihren Ursprung nehmen, wo auch die großen, die Mafia, also diese Handelsorganisation ihren Sitz hat. Also das ist sozusagen das Herz des bekannten Universums. Salusa Secundus von vorher, der Heimatplanet des Hauses Corino, das die Imperatoren stellt, ist aber in diesem Kampf gegen die Maschinen atomar verseucht worden, gilt als unbewohnbar, aber keiner darf hin. Wenn ihr den Film gesehen habt, da gibt es eine Szene, die auf Salusa Secundus spielt, und dann wisst ihr auch, daher kommen die Sandaukaren. Das sind die Truppen, die persönlichen Truppen des Imperators. Auch da wieder so eine Idee, die Frank Herbert ein bisschen variiert hat. Er hat gesagt, auf Dune, auf Arrakis, gibt es diese Fremen, die durch diese sehr harsche Umgebung gestählt sind und jetzt Superkämpfer geworden sind. Und denen will ich was entgegensetzen. Die müssen jetzt auch auf einer harschen Umgebung aufgewachsen sein. Das sind die Sardaukar von Salusa Secundus. Aber das ist kein natives Volk dort, sondern da werden Strafgefangene abgeschmissen. Und wenn die da 5 Jahre überlebt haben, dann sind sie auch qualifiziert. Ja? Giedi Primus war eigentlich auch mal ein schöner Planet, Heimatplanet des Hauses Harkonnen, des reichsten der hohen Häuser. Und auf Giedi Primus, der wird halt brutal ausgebeutet. Also da sieht man so die Ressourcenausbeutung im Endstadium. Also das ist jetzt alles verseucht und bla 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 bla. Aber unser Vladimir, also der Baron Harkonnen, der findet es ganz schön. Wird so in einem Buch beschrieben, er findet das ganz nett, wenn so durch diese öligen Wolken man so einen kleinen Schimmer von der roten Sonne sieht. Jedem das seine. Kanada, Hauptexporteur von Pundi-Reis. Sehr wichtig, ernährt sehr, sehr viele Welten. Eigentlich ein ganz triviales Produkt, Reis halt. Aber sehr wichtig. Kann man sich ja denken, wenn die Leute nichts zu beißen haben, werden sie gebellischt, das wollen wir nicht. Das ist die Heimatwelt, eine sehr wasserreiche Welt des Hauses Atreides, wo auch Paul Atreides herkommt. X hatten wir schon, Junction ist die Welt, die Heimatwelt der Raumgilde. Dort werden also diese Navigatoren ausgebildet und so weiter. Wallach, eigentlich Wallach 9, ist ganz interessant. Die Heimatwelt der Bene Gesserit, also dieses Frauenordens, eine sehr stark bewaldete Welt mit lauter Städten, die komplett identisch sind, bis auf den letzten Straßenzug. Also wenn ich jetzt einfach nur in einer dieser Städte aufwachen würde, wüsste ich nicht in welcher. Ich weiß nicht, ob er sich so den Traum der geordneten Hausfrau vorgestellt hat, der gute Frank Herbert, aber so wie es dann da halt auf Wallach. Ja? Also da steht das Mutterhaus der Bene Gesserit. Und Kleinax hatten wir auch schon. Vom Planeten her eine sehr schön ökologisch intakte, idyllische Welt, weil die Kleinaxu in ihrer Geheimhaltung ihre Städte unterirdisch bauen. Also sie wollen auch nicht aus dem Orbit beobachtet werden können. Deswegen ist die Oberfläche des Planeten im Grunde unberührt und das gesamte Leben, Zivilisation spielt sich unter der Oberfläche ab. Gut, also mein Anliegen war ja euch zu erzählen, dass Dune mehr ist als Sand und Gewürz. Damit bin ich soweit durch. Wenn ihr noch Fragen habt, beantworte ich die euch gerne. Ja. Hast du auch noch eine Frage oder wolltest du mir jetzt feuern? Also Dune ist insofern eine sehr komplexe Geschichte, als die einfachen Wahrheiten verweigert werden.
Also man würde ja zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt ein Spiel entwickeln würde, dann würde ich sagen, die Regel ist, Suchtärzte können also ihren Herrn nicht verraten. Und dann gilt diese Regel und die gilt halt immer. Und Frank Herbert ist aber ja kein Spieldesigner, sondern ein Schauspieler und der geht immer an die Grenze. Und der überlegt halt, ja, das ist 99,9999% der Fälle ist das der Fall. Und welche Bedingungen müssen zusammenkommen, damit diese Regeln, die alle als sicher annehmen und die überhaupt kein Verstoß bekannt ist bislang, wo die dann außer Kraft gesetzt werden kann und nicht mehr gilt. Und das ist bei dem Dr. Huey, das ist diese Figur, ein Trauma. Bei Dr. Huey wurde die Frau entführt von den Drakon. Das ist bekannt, das weiß er auch. Und Baron Vladimir Harkonnen hat ihm halt gesagt, okay, ich bringe dich wieder mit deiner Frau zusammen, wenn du bestimmte Dinge tust, die er sehr, also er liebt diese Frau sehr, ja. Oder ich bringe deine Frau mit meinem übelsten Soldaten zusammen, jede Nacht. Und das hat eben ein Trauma ausgelöst. Und dieses Trauma hat eben Frank Herbert vorgeschlagen als eine Möglichkeit, auch so eine tief sitzende Konditionierung, die ganz tief in der Psyche verankert ist, zu brechen. Wollt ihr noch was wissen? Also die Schilde sind, da war die Anmerkung, die sind nutzlos auf Arrakis, aber auf Arrakis, die funktionieren auch auf Arrakis. Aber diese Schilde erzeugen Vibrationen, regelmäßige Vibrationen, und alles, was regelmäßige Vibrationen erzeugt, im Boden, lockt die Würmer an. Das heißt, du kannst die Schilde benutzen, aber du musst immer davon ausgehen, dass dann ein Wurm kommt und dich frisst, und das ist für viele Leute, verliert das den ganzen Tag. Kannst du das Mikrofon vielleicht benutzen? Das wäre super. Hat man die Plattenfirma auch auf andere Unternehmen oder werden die auf anderen Planeten gefunden? Also die Frage ist nach den Sandwürmern, ob man die auch auf anderen Planeten gefunden hat und ob sie da lebensfähig wären. In den späteren Romanen versucht man sie woanders anzusiedeln. Das Problem ist, diese Würmer haben einen recht ungewöhnlichen Lebenszyklus. Das ist auch Dune, also das ursprüngliche Werk, ist in Verehrung gewidmet allen Ödlandökologen von Frank Herbert. Frank Herbert wurde ursprünglich inspiriert dadurch, dass er im Staat Washington an der Pazifikküste der USA beobachtet hat, wie man versucht, mit Grasbepflanzungen auf Dämmen zu verhindern, dass das Meer sich ausdehnt. Das hat ihn unheimlich beeindruckt, da war er noch Reporter. Und da hat er sich mit dieser Thematik beschäftigt und deswegen, da ist er dann so mit reingekommen in so komplette Ökosysteme, dass eben ein Tier an sich nur lebensfähig ist, wenn auch die Biosphäre dieses Tiers vorhanden ist. Und das gilt für diese Sandwürmer dann auch, und daran scheitern diese Versuche. Natürlich hat man probiert, insbesondere wegen dieses Gewürzes, so Arrakis Palma nachzubauen, weil das eben so knapp ist, nicht so wertvoll ist. Es ist aber immer gescheitert, weil es eben sehr, sehr komplex ist, diese Ökosphäre Arrakis im Ganzen nachzubauen. Übrigens, wenn ihr jetzt doch über Arrakis reden wollt, ich habe ja gesagt, es ist mehr als Atomgewürze. Na gut, und reden jetzt über Arrakis. Was bei den Filmen und bei vielen Darstellungen auch übersehen wird, Arrakis hat eine sehr dünne Atmosphäre. Es hat sowieso keine Wolken, ist ja klar. Aber eigentlich ist es in den Büchern, aber eben leider nur an so einigen wenigen Stellen geschrieben, dass der Taghimmel bei Arrakis schwarz ist. Es gibt eben nicht so diese Ozonbildung wie bei uns. Also wir haben keinen blauen Himmel auf Arrakis. Eigentlich müsste das so gefilmt sein, als für unser Empfinden, als wäre da ständig Nacht, obwohl es hell ist. Aber wir haben eigentlich immer einen Nachthimmel. Paul Atreides, das nervt mich auch, deswegen erzähle ich euch das jetzt, ist eigentlich viel zu alt. Ne? Also Paul Atreides in den Büchern ist 15. So, jetzt entsetztes Schweigen, ich finde das auch schrecklich. Bitte wer? Okay, also die Frage war,
Gute Frage. Wenn Paul Atreides so mächtig ist, warum kann er den Dschihad, also es gibt ja diesen Butlers-Dschihad und dann gibt es Paul Atreides-Dschihad. Warum kann er den nicht verhindern? Da gibt es Milliarden von Toten. Weil es eben nicht beliebig viele Pfade in die Zukunft. Die Motivation von Paul Atreides ist, er möchte, das ist dann wieder, das macht ihn dann wieder irgendwie sympathisch, er möchte, dass die Menschheit als solche überlebt. Das nennt er den goldenen Pfad. Er sieht diesen goldenen Pfad, wenn er mit diesem Landschaftsbild in so eine Richtung schaut, und er sieht aber keinen Weg zu diesem, also der diesem Pfad folgen würde, ohne den Dschihad. Er muss diesen Dschihad in Kauf nehmen, er muss Erden von Menschen in den Tod befehlen, im Grunde, damit es überhaupt noch Menschen gibt. Das beinhaltet auch so eine Phase der kompletten Unterdrückung, also wo sein Sohn nachher dann eben die Menschen komplett unterdrückt und die Technik wieder runterdrückt, die Raumfahrt auf ein Minimum reduziert, damit die Menschen da keinen Bock mehr drauf haben. Ja, also wie in einem Druckkessel, damit die dann das so satt haben, dass sie dann rebellieren und dann sich wieder ausdehnen und dann eben wieder den Drive haben, im Universum weitere Planeten zu besiedeln. Also das, in dem Sinne ist es von dem Determinismus her eine pessimistische Zukunftsvision, weil es diesen Krieg geben muss oder die totale Auslöschung, eins von beiden. Und dann wählt er diesen Krieg. Aber gerade Paul Atreides ist eine Figur, die dann nachher im dritten Band eben auch sagt, wir haben, was ich mir eigentlich wünsche, also wenn ich ganz egoistisch wäre, wenn ich nur an mich denken würde, wäre, dass ich nicht in die Zukunft sehen kann. Erstens, ich dann nicht diese Notwendigkeit dieses schrecklichen, gewaltigen Krieges ständig sehen würde, so ein bisschen das Motiv hier von Odin oder sowas, ne? Also das müsste ich nicht sehen. Und zweitens, jeder Tag hätte für mich Überraschung. Ich kann mich überraschen lassen von meinem eigenen Leben. Ja, ich kann neugierig sein auf das Morgen. Und das hat er nicht, das hat er halt verloren. Es ist auch die Geschichte, wie eine Heilsfigur, ein Heiler. Also Jesus ist ja am Kreuz gestorben und dann hat Paulus praktisch das Christentum erfunden und hat dann oder gestaltet und hat dann die christliche Kirche ins Leben gerufen und der Religionsstifter war aber weg. Und Dune ist die Geschichte davon, dass der Religionsstifter noch da ist und diese Religion komplett unter außer Kontrolle gerät. Also, du kannst gerne von hier fragen, ich verstehe ich. Es ist nur, ich wollte mit dem Kollegen, der daneben saß. Also es gibt dann eine Priesterschaft von Nuandib, die dann jeden blöden Satz, den er da mal äußert, aufschreibt und heilig hält und so weiter. Und er kommt aber nicht dagegen an. Das ist auch so eine Geschichte, wo man dann eben sagt, ja, der Heiland ist nicht seine Kirche. Also die Kirche hat eine ganz starke Eigendynamik. Also der Kollege weist darauf hin, dass die Mentaten mit dem, auch oft die Meister des Mordes heißen sie meistens, sind die, die Assassinen steuern. Das ist halt, kommt aber daher, das ist nicht bei allen Mentaten so, aber das ist bei den Mentaten so, bei denen deren Adlige sagen, wir wollen an diesem Assassinenkrieg teilnehmen. Einfach weil sie eben viel vorausberechnen, durchberechnen, durchplanen können. Eine Frage haben wir noch, bitte. In den Büchern anderer Adelshäuser vorkommen. Ja, ein ganzer Sack voll. Also, ja, es gibt viele Adelshäuser da drin. Allerdings ist tatsächlich die Geschichte sehr fokussiert auf Atreides, Hakon, Gorino. Das sind so die drei richtig großen. Aber zum Beispiel Regis kommt vor. Die verlieren gegen X ihren Technologieplaneten und sowas. Also es gibt schon recht viele, die dann auch noch mit dabei sind. Auch dieser Lord Fenrir gehört zu einem Adelshaus und so. Die stehen halt nicht so im Zentrum wie diese. Die Hauptfiguren, die haben natürlich ihre Adelshäuser und die sind eben sehr im Zentrum. In dem Rollenspiel, das zufällig ich übersetzt habe,
ist es übrigens so, dass alle Spieler immer im selben Adelshaus sind und dass man nicht nur seine Spielfigur entwickelt, sondern auch das Adelshaus entwickelt. Ja, also auch da hat man dann noch eine zusätzliche Spielkomponente mit dabei. Gut, aber ich möchte nicht überziehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse und dass ihr meine Schwelgereien hier ausgehalten habt. Herzlichen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Abschluss von der FedCon. Wenn ihr Lust habt, kommt und bei uns an der Konferenz. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Hier habt ihr nun verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ihr könnt oben links unseren Kanal abonnieren. Oben rechts geht es weiter zu tollen Videos von diesem Event. Unten rechts gelangt ihr zur Internetseite vom nächsten Event. Zu guter Letzt kann ich euch noch den Space Store empfehlen. Hier gibt es alles Mögliche an Fanartikeln zu euren Lieblingsserien und Filmen. Bis demnächst auf diesem Kanal.